Ja, hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu meinem neuesten Let's Play und zwar der Devil May Cry HD Collection. Angefangen mit dem ersten Teil Devil May Cry. Also los geht's. Let's rock, baby. Ja, los geht's. Festplatte. Und neues Spiel. Na, Moment, wir gucken nochmal eben die Optionen nach. Untertitel an, Controller Typ A, bla bla. Okay. Passt, wackelt und hat Luft. Two millenniums ago, there was a war between the human world and the other, the underworld. But somebody from the underworld woke up to justice and stood up against this legion alone. His name was Spartan. Later, he quietly reigned the human world and continued to preserve harmony until his death. He became a legend. The legendary Dark Knight, Sparta. Devil May Cry. I'm sorry, we closed at 9. Again, no password. I can't seem to get any real business. Whoa, slow down, babe. Well, well, what do we have here? Nature calls? It's in the back. So, you must be the handyman who'll take any dirty job. Am I correct? Almost. I only take special jobs, if you know what I mean. You're the man who lost a mother and a brother to evil 20 years ago. The son of the legendary Dark Knight Sparta, Mr. Dante. Well, the way I figure it, in this business a lot of your kind comes around. And if I kill each one that comes, eventually I should hit the jackpot sooner or later. In that case, you should be used to this sort of thing. Are you really the son of the legendary Dark Knight Sparta? Didn't your daddy teach you how to use a sword? Sword. Time to go to work, guys. Even as a child, I had powers. There's demonic blood in me. What strength? You were the first one to know about my vengeance. Looks like I'm getting closer. It seems that way, but I'm not your enemy. My name is Trish. I came here to seek your help, to put an end to the underworld. What? Years ago, Mundus, the Emperor of the Underworld, resurrected. Mundus? Yes.
His powers were sealed by Sparta. He's attempting to gain control of the human world once again. He has been preparing to open the gate on Malay Island. The castle is above this cliff. Come on, let's go! Ha! Oh yeah, wir sind in Malay Island. Und ja, boah, Leute, ich weiß gar nicht mehr, wie die Steuerung hier war. Mit dem ersten Teil. Ah, okay, hier mit Schlagen war. Damit Baller war. Passt schon. Das war's schon. Oh, gelbe Kugel, ein heiliger Stein, der Leben nach dem Tod herbeiführt. Genau. Boah, wenn man sich das so anguckt, das war Devil May Cry 1. Hiermit fing alles an. Also wirklich, Devil May Cry gehört wirklich zu einer meiner Lieblingsspiele-Serien. Ich habe ja schon diverse Teile davon Let's Played. Und ja, das hier ist der erste in der HD Collection. Neu aufgelegt. Auftrag 1, Fluch der Blutmarionetten. Heben Sie den Bann auf und öffnen Sie die verwunschene Tür. Auftrag beginnen. Los geht's. Oha. Blutmarionetten? Hört sich nicht sehr gesund an, Leute. Oh, da vorne haben wir wieder eine rote Kugel. Ein roter Stein, der Ihnen neue Fähigkeiten und Türen eröffnet. Die neuen Fähigkeiten stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie die Steine mit dem Gott der Zeit opfern. Ja, machen wir schon. Wo geht's lang? Schon Jahre her, dass ich den ersten Teil mal gesuchtet habe. Aber müssen wir mal gucken. Hier? Nee, da kommen wir erst rein, wenn wir genügend rote Steine haben. Gucken wir mal hier. Die Tür ist fest versiegelt. Ein rostiger Schlüssel könnte helfen. Ah ja. Ah, da wissen wir schon mal, was wir zu tun haben. Einen rostigen Schlüssel finden. Aber hier muss noch irgendwo eine versteckte Türe sein. Na, Dante, such. Komm schon. Brava, Dante. Ey. Was geht? Komm, wir gucken einfach mal. Die Tür ist fest verschlossen. Ich brauche 45 rote Kugeln, um sie zu öffnen. Alter, was? 45? Spitz wohl. Ja, genau. Und hier brauchst du einen rostigen Schlüssel, oder was? Die haben wohl hier den A offen, wa? Moment. Wir gehen einfach mal hier hin. Haha. War nicht so hilfreich, wie ich angenommen hatte. Schade eigentlich. Na, geh jetzt hier rauf, Dante. Na los. Oh, da gab es doch so einen kleinen Kniff-Trick hier. Nein. Ja, Dante, komm schon. Du wirst doch wohl... Alter, du wirst doch wohl dreidimensionale Sprünge hinbekommen, oder? Ah, geht doch. Ja, ihr seht schon, ist echt der erste Teil. Nur halt in HD. Wow. Geh hier rauf. Oh, da haben wir noch mehr. Ja, so bekommen wir doch unsere 45 Kugeln. Komm. Mehr. Wir wollen immer mehr. Wir kriegen den Hals nicht voll. Ja, 40, 40 und 45. Edge Badge, komm. Holen wir uns mal die Tür hier. Damit es hier mal weitergeht. Ey. Da vorne. Haha. Sie haben 45 rote Kugeln verwandelt. Verwendet. Ja, was soll jetzt hier sein? Ha! Erstmal wieder neue Kugeln, ja? So geht's ja mal nicht.
Fragment der blauen Kugel, auch bekannt als Fragment des Lebens, macht aber nur ein Viertel des Ganzen aus. Im Komplettzustand kann es die Kapazität ihrer Lebenskraft erweitern. Ja, Kant. Was soll mich denn hier erwarten? Oh. Erstmal jede Menge Müll, den wir mal eben wegdreschen werden. Weil, Müll, was sollen wir hier mit? Können wir nichts anfangen. Hau ab jetzt hier. So. Gucken wir mal da oben. Das scheint sehr interessant zu sein. Was ist das? Alles mal wegholzen hier. Oh, sag bloß, wir sollen darauf. Spiel, du bist ja echt clever, aber ich will trotzdem dein Mist hier mitnehmen. Komm. Oh, 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 Dante. Dante kann neue Fähigkeiten, oder was? Naja, jetzt noch nicht so ganz. Na? Na, Mist, keine Kugeln mehr. Oh. Rostige Schlüssel. Der Schlüssel ist zwar verrostet, sollte aber trotzdem noch Türen öffnen. Na, supi. Was denn? Da Fug, was soll denn der Mist? Ihr spinnt wohl. Hallo? Geht's euch noch gut? Alter, verzieht euch. Was seid denn ihr für widerliche Kerle? Die Marionetten des Teufels. Hau ab jetzt. Komm schon. Gebt den Geist auf. So, geht doch. Dämliche Marionetten. Wow. Ja, ihr Dämonen, ich mach euch platt. Dämonen, die vom Teufel beseelt sind, auch nicht schlecht. Jetzt kriegen wir es hier schon mit widerlichen Marionetten zu tun, die unser Leben haben wollen. Wow, wahrscheinlich wollen sie in uns gehen. Muhahaha. In uns reinschlawenzeln. Ist ja ekelhaft, was ich schon wieder denke. Sie haben den rostigen Schlüssel verwendet. Na, super. Was jetzt hier? Nix, oder was? Oh, da sind schon wieder welche. Ist klar. Komm, gib mir was hierfür, für die Mühen. Ach, Mann. Was soll denn dieser Geiz hier? Oha. Was denn hier? Komm, Holz einfach drauf. Dante, wo willst du hin? Hallo. Oha. Na, was haben wir hier? Neue Dämonen. Na, kommt schon. Ihr könnt nichts, ihr seid nichts. Also verzieht euch, ihr Bastarde. Ha, noch ein bisschen verspottet, hä? Ihr seid so dämlich. Hey, wer war deine Mutter, hä? Franz Schneider oder was? Komm schon. Lass mich los. Was willst du damit machen? Mich anspritzen oder was? Bah. Perverse Dämonen. Ey, was geht denn jetzt mit euch? Verzieht euch, ihr... Oh, Mann. Oh, meine Fresse. So. Ey, der hat sein... Sag mal, bist du behindert? Wie kannst du denn deinen Kumpel mit ins Jenseits schicken, hä? Dafür sollte man dich sofort sezieren. Hier. Sezieren? Egal. Verzieh dich. Dreckeliger Bastard. Komm her. Haha, ne? Was sagt dein Papi-Dämon, hä? Komm schon, hier von hinten gefistet, Junge. Alter! Verzieh dich, du Lappen. Ha, grüne Kugel. Sobald sie diesen heiligen Stein erworben haben, wird ihre Lebenskraft wiederhergestellt. Sehr gut. Was eine Arschgeige. Hat er seinen Kumpel umgebracht? Ich meine, hallo, geht's noch? Also... Ist ja echt der Hammer. Dämonen heutzutage schrecken vor nichts mehr zurück. Ja. Verzieht euch jetzt mal. Ihr dämlichen Fratzen. Fahrt zur Hölle.
Alter, ich fiste euch kaputt, Mann. Na, oh, komm schon, da ist ein blaues Fragment. Alter, was geht? Hier. Deine Mutter geht, und zwar in mir bald. Alter, was zur Hölle? So. Haha, na du Kacklappen, hier. Hier, Schluck Blei. Meine Güte, jetzt. Digga, was geht hier, Mann? Ha, na, komm her, yeah. Nimm ein paar Kugeln, du Arsch. Ist doch wahr. Kaum ist man hier, denkt man, kann sich einen schönen Urlaub machen auf diesem verlassenen Island. Nix ist, ich krieg sofort einen hier in die Schnauze. Mann, willst du einmal Urlaub machen, ne? Ha, auch wieder ein neues Fragment. Na gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier rein. Tja, das war's auch schon mit dem ersten Auftrag mit unserem Musterhelden Dante, dem Halbdämon. Teufelsjäger Rang B. Na, wenn das nichts ist und sowas schon in der ersten Folge. Aber wie das hier weitergeht, meine lieben Freunde, sehen wir in einem neuen und spannenden Part von Let's Play Devil May Cry. Wenn ihr auch dabei sein wollt, gebt dem Part doch einen Daumen hoch, damit ich weiß, dass es euch gefällt. Und hinterlasst mir doch einen netten Kommentar. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dann, euer Let's Play E-Gamer.